Im letzten Jahr ist eine große internationale Ausstellung des Malers Philipp Gasten verschoben worden. Grund dafür war nicht die Corona-Krise, sondern die Sorge, dass die Bilder von Gasten, auf denen Ku Klux Klan-Figuren zu sehen sind, die Zuschauer verstören könnten. Willkommen im Cancel Culture Land. Das Werk von Gasten müsste mehr im Zusammenhang erklärt werden, um es dem Publikum zumuten zu können, heißt es von den Museumsleuten. Sicher hat diese Reaktion auch etwas mit der Diskriminierungsdiskussion und Black Lives Matter in den Vereinigten Staaten zu tun. Aber haben die Ausstellungsmacher in der jahrelangen Vorbereitungszeit nicht genau das gemacht? Zusammenhänge herstellen, biografisch erläutern? Ich habe mir den Katalog besorgt zu der Ausstellung, die bis jetzt nicht stattgefunden hat. Und darin kann man nachlesen über den Zugang des Malers zu seiner Bildwelt. Genau das Kontext herstellen und biografisch erläutern. Ich meine, dass mit dem Verschieben und Überarbeiten, mit dem Abhängen von Werken aus Rücksichtnahme gegenüber den Betroffenen, hier den Opfern des Ku Klux Klan, eine wichtige Rolle des Museums übersehen wird. Es ist nicht ein Ort, an dem alle dem zustimmen müssen, was zu sehen und zu erleben ist. Es ist ein Ort, an dem auch Zumutungen, Kontroversen, Abseitiges, Nicht-Mainstreamiges gezeigt und zur Diskussion gestellt werden sollten. Sofern es Kunst ist und nicht Propaganda, das Museum selbst ist der Kontext. Was hier gezeigt wird, ist keine Heilslehre, sondern es ist ein alternativer Blick auf unsere Welt. Und Kuratoren haben die Aufgabe, diesen Blick so erlebbar zu machen, dass er von den Besuchern als Alternative gesehen und kontrovers diskutiert werden kann. Sie sollten aber nicht das Widerständige der Kunst, das, was sie gerade kontrovers und diskussionswürdig macht, so lange mit Erklärungen und Warnhinweisen einhegen, bis es stromlinienförmig konsumierbar ist und niemandem mehr wehtut. Bei Philipp Gastens Bildern muss man sich übrigens fragen, ob sie nicht gerade für die weißen Betrachter die viel größere Zumutung darstellen, als für die Opfer des Ku Klux Klan und deren Nachfahren. Aber das sollte in der Ausstellung diskutiert werden. Seid mutig, öffnet gut gemachte Ausstellungen und macht das Museum zum Ort der Diskussion und nicht der Zustimmung.